Hallo ihr Schildkröten. Ich habe heute schon wieder eine Einzelrezension für euch. Und drehe ich jetzt eventuell zu jedem Buch, das ich lese, eine Einzelrezension? Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Im Moment freue ich mich einfach so sehr, dass ich irgendwie wieder lese, dass ich gerne über jedes Buch ausführlich sprechen möchte. Und über das heutige Buch möchte ich auch ausführlich sprechen, denn es hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Auf eine gute oder schlechte Art, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es geht um dieses Buch hier, Der verschwundene Mond von Zoe Jenny, ein Buch, auf das ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut hatte, denn ich habe bisher die Bücher von Zoe Jenny sehr, sehr gern gelesen. Ich habe bisher 3 Bücher von ihr gelesen und mochte die alle sehr, sehr gern und habe schon immer wieder geguckt, ob nicht mal was Neues von ihr erscheint, weil ich so dachte, oh, das wäre so schade, wenn sie nicht mehr schreiben würde, weil es einfach, weil ich die Bücher so gut fand. Und dann kam dieses im Frühling und ich bin sehr gehüpft, als ich gesehen habe, dass es kommt und habe es mir dann auch gleich gekauft, aber nicht gleich gelesen. Aber jetzt, ich erzähle euch erstmal, worum es geht. Es geht in diesem Buch um Marty. Marty ist Leiter des Astronomischen Instituts in Wien und Marty ist verheiratet mit einer Frau, mit Marlene, und die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Stella. Und Martys Weltbild ist sehr geprägt von Wissenschaft. Also er beschäftigt sich nicht so gern mit Menschen, geht nicht so gern unter Menschen, ist lieber mit sich und seinen Gedanken einer gewissen Ordnung, die er auch mag, und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die er halt so hat. Das ging ihm auch schon in der frühen Jugend so, als Kind so. Er wollte ursprünglich mal Arzt werden, aber da er kein Blut sehen kann, ist er dann lieber in die Wissenschaft gegangen, in die Physik, in die Astrophysik. Und sein ganzes Weltbild ist so ein bisschen aufgebaut nach Ordnung und Logik und ja, so ein bisschen wie in so einem Schaukasten, in dem alles so Struktur und Ordnung hat. So ist das ein bisschen. Und dann trifft er auf einem Kongress den Psychoanalytiker Steindorfer, so wird er genannt, und der gibt ihm ein Manuskript mit der Bitte, das doch bitte zu lesen und ihm ehrliches Feedback zu geben. Und das Manuskript trägt den Arbeitstitel Auf der Suche nach dem Bewusstsein. Und Marty fängt an, das zu lesen, und irgendwie passiert was mit ihm. Es ist tatsächlich so, als würde, während er dieses Manuskript liest, dieser Schaukasten, in dem er quasi lebt, in dieser geordneten Welt, als würde die sich weiten, diese Welt, dieser Schaukasten, und als würde sein Bewusstsein sich erweitern. Und ständig kommen kleine Dinge in diesen Schaukasten, um aber bei dieser Metapher zu bleiben, die sein geordnetes Weltbild durcheinander bringen. Und im Prinzip geht es dann in diesem Buch die ganze Zeit darum, dass Martys Welt immer mehr bröckelt und sein bisheriges Leben irgendwie langsam aus den Fugen gerät. Und das passiert so an lauter kleinen Dingen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Und was mich wirklich, wirklich fasziniert hat, ist, dass Zoe Jenny dieses Bröckelnde, dieses Auseinanderfallen des Weltbilds ihres Protagonisten im Prinzip schon im ersten Satz andeutet. Und dann gibt es immer wieder so Sätze, wenn man, als ich es zu Ende gelesen hatte, habe ich drüber geschlafen und dann habe ich nochmal so durchgeblättert und mir angestrichene Zitate nochmal angeguckt. Und mir wurde immer klarer so wie, ah krass, sie baut das ganz, ganz deutlich auf. Immer wieder kommen so Sätze, bei denen man eigentlich schon wissen müsste, ah, so ist das gemeint, und die sind sehr schwer in ihrer Bedeutung, die geben einem schon so Bilder vor, die, also diese ganze Geschichte ist im Prinzip sprachlich, stilistisch, literarisch unglaublich toll aufgebaut, weil Zoe Jenny ständig literarisch Hinweise darauf gibt, dass irgendwie jetzt wieder was passiert und dass von Martys Welt irgendwie was weggenommen wird. Und bevor ich euch jetzt mal ein paar Zitate vorlese, die mich auch wirklich beeindruckt haben, also ihre Sprache finde ich halt auch immer wieder unglaublich schön und einfach sehr, sehr gut zu lesen und trotzdem, also nicht zu nüchtern, aber auch nicht zu aufgeladen. Ich finde, es ist genau das gute Mittelding dazwischen. Und bevor ich jetzt zu ein paar Zitaten komme, möchte ich euch so ein paar Punkte auflisten, an denen man so sieht, wie Martys Leben zerbröckelt. Ich versuche das jetzt mal
nur also so knapp wie möglich zu halten, denn ihr seht, das Buch ist auch nicht dick, das sind nur nicht mal ganz 130 Seiten, ich glaube 126 oder so. Es ist also schwierig, jetzt irgendwie so ein bisschen in die Analyse zu gehen, ohne das Buch zu spoilern. Das heißt, wenn ihr es noch lesen wollt und ihr wollt wirklich so gar nicht wissen, was da noch so passiert, dann lieber jetzt abschalten und dann nochmal wiederkommen und dann hinterher sagen, ah, Sarah hat recht oder Sarah hat ja völligen Quatsch erzählt oder wie auch immer oder nicht wiederkommen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wiederkommt, wie dem auch sei. Es gibt so ein paar Punkte, finde ich, an denen man sehr deutlich sieht, wie Martys Welt so zerkrümelt. Das ist einmal seine Tochter Stella, die halt mit in der Pubertät ist. Sie ist oder schon fast so von der Pubertät Übergang Erwachsenenalter. Sie ist 16, glaube ich. Und die fährt mit ihrer besten Freundin auf einen Europa-Trip, während die Mutter Marlene zu ihrer besten Freundin nach Bali fährt. Und Marty ist allein in dem gemeinsamen Haus und entdeckt so nach und nach Dinge. Vor allen Dingen über seine Tochter. Er ist in ihrem Zimmer, ich weiß gar nicht mehr warum, die Tür ist irgendwie offen. Und als erstes entdeckt er eine Perücke auf ihrem Bettpfosten, eine Kurzhaarperücke und wundert sich darüber, macht sich aber dazu noch nicht so viele Gedanken. Später ist er dann auf Facebook, eigentlich weil er was über den Psychoanalytiker Steindorfer raussuchen will, landet dann aber eben auch bei seiner Frau und seiner Tochter und stellt fest, dass seine Tochter Stella sich als trans geoutet hat und in Zukunft unter dem Namen Stuart als Mann leben möchte. Und das ist so das Erste, was ihn total aus den Angeln hebt. Er kommt darauf gar nicht klar, ruft auch sofort seine Frau an, die damit sehr viel relaxter umgeht. Und für ihn ist das so ein, ja, man merkt richtig, dass da so ein, wie so ein idyllisches Bild bröckelt. Und er verliert sich dann so ein bisschen in Erinnerungen an Stella, wie sie aufgewachsen ist als Kind, wie er erfahren hat, dass sie ein Mädchen wird und ja, wie das für ihn quasi so fundamental war. Sie ist ein Mädchen und sie wächst dann eben als seine Tochter auf und jetzt ändert sich da irgendwie was und er kommt damit gar nicht klar. Und das Interessante ist, dass es in diesem Manuskript von diesem Psychoanalytiker eben auch darum geht, also um Bewusstsein, um Geschlechterzuschreibungen. Es geht dann auch um künstliche Intelligenzen und um überhaupt viel um das Gehirn und was wir alles noch nicht wissen. Es geht aber auch um Erinnerungen und wie selbst Erinnerungen eigentlich nie die Wahrheit sind, weil unser Gehirn was dazu packt, was wegnimmt, dass Erinnerungen ja auch ganz selektiv sind und nie das wiedergeben, was wirklich passiert ist. So. Und er geht dann so ein bisschen tatsächlich auf so eine, ja, wie auf so eine Reise in verschiedene Stationen. Man erfährt so ein bisschen rückblickend was über seine Kindheit, auch wie er seine Frau kennengelernt hat, seine Ansichten zur Sexualität, auch so seine ersten Erfahrungen mit Sexualität und dann auch ein bisschen rückblickend etwas über seine Mutter und sein Vater ist sehr früh gestorben. Da war er noch ganz klein, er kann sich quasi nicht erinnern. Die Mutter hatte dann einen neuen Freund, mit dem er so semi klar kam. Also der war okay, aber so richtig wollte er ihn halt auch nie annehmen. Und er besucht dann auch seine Mutter, die vollkommen zurückgezogen in ihrem Haus lebt. Und auch das ist dann, glaube ich, wie so ein Grundstein, der ihm so wegbröckelt, indem er erkennt, ha, seine Mutter ist sehr vereinsamt, ein bisschen seltsam geworden. Sie wird immer älter und es kann sein, dass sie bald in ein Pflegeheim muss. Und irgendwie diese Konstante, dieses Elternhaus, Mutterhaus, mit dem, es gibt so eine schöne Szene, wie sie dann zusammen essen und sie ihm irgendwie so ein Gewürz reicht und er sich so erinnert, dass diese Art von Gewürz quasi immer in dem Essen drin war. Und auch da merkt man, das ist irgendwie eine Stütze, ein Pfeiler, der so wegbröckelt. Und so ähnlich ist es dann auch mit seiner Frau, die er irgendwie kaum erreicht auf Bali. Er hat dann schon Gedanken, dass sie eventuell da bleiben möchte. Und ja, sich auch so entzieht irgendwie seiner Ordnung. Also die auf Bali ist und mit dieser Freundin da feiert und Cocktails trinkt. Und auch das ist ihm irgendwie alles nicht so geheuer. Und er fährt dann selber nach Bali. Und das fand ich auch eine sehr interessante Szene, gerät an einen Tempelführer, der ihn mitnimmt in einen Tempel und dort gibt es so ein Reinigungsbad, also die Touristen stehen dafür quasi an und Marty ist das aber alles total seltsam, schon allein diese andere Kultur, die anderen Temperaturen, das andere Klima,
Für ihn ist das alles ganz komisch und er will überhaupt nicht in dieses Reinigungsbad und irgendwie was verändern. Und ich fand das so symbolisch auch, wie er einfach nicht in dieses Bad will, was ja auch so eine Symbolik, man reinigt sich von dem, was von dem bisherigen Leben, von seinen Altlasten, von der Vergangenheit, das ist ja so ein, und wird so quasi wiedergeboren, das ist ja so ein bisschen die Symbolik dahinter. Und er weigert sich aber total, das zu machen. Also wie sehr er eigentlich auch festklammert an seinen eigenen festen Strukturen und wie sehr er so auch unterbewusst überhaupt nicht da raus will. Das fand ich sehr, sehr spannend, wie Zoe Jenny das so aufbaut und wie man das an so lauter kleinen Szenen quasi sehen kann, wie festgehakt er eigentlich so in seinem Leben ist und wie sehr das jetzt so zerfällt. Und ich will euch jetzt mal ein paar Sachen vorlesen, die ich erstens schön fand und zweitens auch irgendwie ja, symbolisch für diese, für dieses Zerfallen des Weltbildes. Und es fängt eigentlich schon mit dem ersten Satz an, den ich übrigens als ersten Satz ziemlich grandios finde. Da schreibt sie nämlich, das Fenster war aus den Angeln gehoben. So, und da wissen wir eigentlich schon, okay, das Fenster war aus den Angeln gehoben. Und wenn man dann das Buch gelesen hat, dann denkt man sich so, ah, ja, das Fenster symbolisiert Marty. Und es geht dann auch weiter, ein bisschen später dann, dort, wo sonst das Fenster war, klaffte jetzt ein Loch. Das späte Nachmittagslicht fiel in einem Photonenstrom auf seinen Schreibtisch und verdunkelte den Computerbildschirm. Statt auf das Dokument blickte er ins Schwarze. Und das ist auch so ein Thema. Schwarze Löcher sind, glaube ich, auch sein Wissen, also sein Kerngebiet. Und schwarze Löcher spielen auch immer wieder eine Rolle in diesem, Buch. Und dann gibt es einen Satz, der relativ am Ende vorkommt, der, wie ich finde, sowas wie ein Schlüsselsatz dieses Buches ist. Marty hat einen Albtraum und er träumt von dem Astronomen und Physiker Karl Schwarzschild, den es tatsächlich gegeben hat, der, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 1873 bis 1916 gelebt hat und sich eben auch auf schwarze Löcher spezialisiert hat und da wohl auch einige wichtige Erkenntnisse gewonnen hat und der in Potsdam gearbeitet hat und hier auch verstorben ist, was ich sehr interessant fand. Und dieser in seinem Traum sagt der Schwarzschild zu ihm, was machen denn ihre Kollegen, die Elementarteilchenjäger in Genf den ganzen Tag? Sie kreieren Kollisionen. Nur so können sie herausfinden, wie die Dinge wirklich beschaffen sind, Marty. Wie sie selber beschaffen sind. Kollidieren sie und schauen sie sich die Trümmer an. Und ich finde diesen Satz, dieser Satz ist im Prinzip eine Zusammenfassung, worum es in diesem Buch geht. Denn Marty muss kollidieren, er muss quasi seine Welt ins Wanken bringen durch Dinge, die auf diese Welt einstürzen, um zu sehen, wie er selber beschaffen ist und wie sein Leben eigentlich wirklich aussieht. Und das, ja, finde ich, erzählt Zoe Jenny sehr, sehr schön. Sie erzählt es auf relativ wenigen Seiten. Sie erzählt es aber auch so subtil, dass man die ganze Zeit so ein bisschen drauf wartet, okay, was passiert denn jetzt? Kommt denn jetzt nochmal der große Knall? Also es ist so ein bisschen, irgendwie schwebt so was Unheilvolles die ganze Zeit über diesem Buch, über diesen ganzen schönen Sätzen und über Martys Geschichte. Und man weiß auch nicht so richtig, wo willst du hin damit? Und gleichzeitig ballert sie uns auch so ein bisschen zu mit Physikertheorien, mit Astrophysiktheorien. Gerade am Anfang war das unglaublich viel und ich dachte so ein bisschen so, huch, naja, wenn ich ein wissenschaftliches Buch lesen möchte, dann lese ich ein wissenschaftliches Buch. Jetzt will ich ja eigentlich einen Roman und ich will ein bisschen Handlung. Letztendlich fügt sich das, finde ich, aber am Ende zu irgendwie einem Ganzen und es ergibt alles Sinn. Irgendwie ist das alles sehr, sehr fein gebaut und andere würden jetzt vielleicht sagen, es ist sehr konstruiert und ein bisschen zu künstlich. Ich mochte das aber irgendwie. Also jetzt, so wo ich drüber rede, glaube ich, ich mochte dieses Buch sehr, sehr gern. Ich mag das irgendwie sehr, sehr gern. Und vielleicht muss ich es auch nochmal lesen, um quasi diese ganzen Zwischentöne nochmal besser für mich sehen zu können. Also ich finde, es ist ein sehr künstlerisches, literarisches Buch, das vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe hätte gehen können, mehr. Vielleicht hätten ein paar Seiten mehr auch nicht schlecht getan, um einfach diesen Charakter oder den ganzen Plot noch ein bisschen besser zu entwickeln zu können. Ich habe in der Rezension auch gelesen, dass die anderen Figuren
die rund um Marty so ein bisschen schablonenmäßig bleiben. Und das war ein Kritikpunkt. Das stimmt, aber ich finde das gar nicht schlimm, weil dieses Buch ist nicht aus der Ich-Perspektive von Marty erzählt, aber eben, also aus der dritten Person, aber schon irgendwie aus seiner Perspektive. Und ich finde, das passt, dass eben all die anderen Figuren, er hat sie halt eingeordnet in gewisse Schubladen. Und da springen sie dann raus. Und das ist ja genau das, womit er nicht klarkommt. Und deswegen finde ich das gerade gut, dass die so schablonenhaft sind, weil es eben genau diesem ganzen Sinn, dem ganzen Inhalt des Buches ja entspricht. Es gab auch so ein paar Szenen, die fand ich so ein bisschen komisch. Also eigentlich eine Szene ist es, auf Bali trifft er eben auch eine Transfrau und nimmt sie mit aufs Hotelzimmer und will Sex mit ihr haben und stellt dabei eben fest, dass sie einen Penis hat, und das verstört ihn zutiefst. Ich verstehe schon, dass sich das so einreiht in dieser Erfahrung, die er irgendwie machen muss. Ich finde, es wäre jetzt aber irgendwie nicht ganz nötig gewesen, dass wir diese Trans-Thematik, dass er die quasi nochmal hautnah erfahren muss und dass es ihn dann irgendwie nochmal verstört, weil wir haben ja vorher schon gemerkt, dass dieses Thema, dass er damit irgendwie nicht so richtig zurechtkommt. Und es hat jetzt auch nicht so einen richtigen Knall gegeben, also dass er danach nochmal so eine richtige Erkenntnis hat oder so. Ich habe die Szene noch nicht ganz verstanden, also sie war ein bisschen überflüssig. Ansonsten, also meiner Meinung nach, ansonsten, wie ihr merkt, hat mich dieses Buch allerdings sehr fasziniert und ich fand es auch sprachlich ganz toll. Und hoffe, dass Zoe Jenny noch viele weitere Dinge schreibt. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon was von ihr gelesen habt, ob euch dieses Buch, ob das für euch was ist. Also, wenn ihr euch für Astrophysik interessiert, kann ich mir auch vorstellen, dass das allein deswegen interessant ist, weil man tatsächlich viel auch lernt. Und auch dieses Manuskript von dem Steindorfer, also finde ich schon interessant, was da auch so drin steht über AI. Und also es ist viel zum Nachdenken, viel Philosoph, also viel Wissenschaftsphilosophie auch. Ist das ein Wort? Die einen schon zum Nachdenken anregt. Ja, und das war's. Ich wünsche euch schöne Lesestunden und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.